Ja, mein Name ist Sandy Kaltenborn von der Mietergemeinschaft Kotti & Co. Wir sitzen hier in dem Protesthäuschen der Mietergemeinschaft, das heißt Getschi Kondo. Dieses kleine Häuschen haben wir vor einigen Jahren illegal errichtet im öffentlichen Raum. Wir haben es verlängertes Wohnzimmer genannt, weil für uns Wohnen nicht nur etwas ist, was in der Wohnung stattfindet, sondern auch im Kiez, im Stadtteil, auf der Straße. Eine Sache, die sicherlich schützenswert ist, ist die Diversität, also explizit hier in Kreuzberg. Hier wohnen ganz unterschiedliche Arten von Menschen, arm, reich, jung, alt, von allen möglichen Ländern hergekommen. Und was wir gerade erleben durch die Folge der Inwertsetzung und der Gentrifizierung der Stadtteile, dass diese Diversität eigentlich kaputt geht und die Armen an die Ränder der Stadt gedrängt werden. Und das ist einer der Gründe, warum wir versuchen, eine nachhaltige Lösung für den sozialen Wohnungsbau zu erreichen. Also wir wollen sozusagen Wohnraum für sozial Schwache, sagt man so schön, also Leute mit kleinen Einkommen, für möglichst viele zur Verfügung stellen. Der soziale Wohnungsbau in Berlin ist eigentlich ja gar kein sozialer Wohnungsbau, sondern eine große Verdrängungsmaschine aufgrund der absurden Fördersystematik. Das ist jetzt ein bisschen an dieser Stelle zu kompliziert zu erklären, aber um ein Beispiel zu nennen, unsere Mieten sind höher als der Mietspiegel hier. Das heißt, wir versuchen eigentlich Breschen zu schlagen in diesem Wahnsinn von Verdrängung und Gentrifizierung, damit auch Leute mit einem kleinen Einkommen in der Innenstadt wohnen bleiben können. Die Frage, was sollte man abschaffen? Ja, man sollte abschaffen die Entwertsetzung und die Durchkommerzialisierung des öffentlichen Raums, also aber auch die Gewerbestruktur. Man merkt das sehr deutlich in den innergelegenen Stadtteilen, dass die Gewerbestruktur sich extremstens verändert. Sie wird sozusagen vielmehr zu einer Dienstleistungs-Eldorado, wo ein Café dem anderen gleicht, nur noch Kneipen sind, aber eigentlich gar keine Infrastruktur für die ansässige Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird. Ein weiterer Punkt ist, man sollte abschaffen, dass der Zugriff auf den öffentlichen Raum nur geregelt über Gesetze läuft. Also wir haben ja hier ein Beispiel geschaffen, dass eine Nachbarschaft selbstverwaltet, selbstorganisiert sich einen Raum nehmen kann, einen Bezugspunkt schaffen kann. Leute kommen zusammen, die vorher vereinzelt waren. Wir haben eine soziale, eine Mietrechtsberatung hier, werden Kindergeburtstage gefeiert, alles Mögliche. Das hätte es vorher so nicht gegeben. Dafür hätte es auch keine Genehmigung gegeben. Insofern sollte man da, glaube ich, die Gesetzeslage ein bisschen flexibler gestalten, dass die Menschen sich ihre Städte selber auch aneignen können.